Die Laco Frankfurt ist eine sehr moderne und sehr interessante Fliegeruhr und war für mich der Türöffner zu Laco. Ich finde die Uhr ausgesprochen interessant und freue mich, sie euch heute zeigen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls noch nicht geschehen und du meine Videos magst und mehr davon sehen möchtest, kannst du mich unterstützen, indem du meinen Kanal abonnierst, unten oder aber Kommentare hinterlässt oder mich schlicht und ergreifend empfiehlst. Bevor es wirklich zur Uhr geht, muss ich etwas tun, was ich noch nie tun musste, aber ich tue es gerne, weil ich mich vertan habe und irreführende Informationen gegeben habe. Ich habe in Foren und in anderen Videos gesagt, dass die GMT-Funktion, die zweite Zeitzone bei der Laco Frankfurt, redundant ist, weil sie auf zwei verschiedene Arten eingestellt werden kann. Das stimmt so nicht. Und darauf gehe ich in diesem Video im Detail ein. Insofern ist das eine Richtigstellung. Ich habe da etwas erzählt, was nicht hundertprozentig korrekt war und möchte es in diesem Video richtigstellen. Bleibt also dran und schaut es euch an. Aber jetzt zur Laco Frankfurt. Eine moderne Uhr, modern interpretiert, robust, sportlich und trotzdem unverkennbar eine Fliegeruhr. Mir gefällt sie sehr. Eine Größe, die ich überraschenderweise relativ gut tragen kann. Wasserdicht und wirklich, wirklich sehr eigenständig. Mir gefällt das. Ich freue mich darauf, sie euch zeigen zu können. Die Laco Frankfurt kommt in einer schönen Metallbox, die neben der Uhr auch ein zweites Armband enthält. Dieses zweite Armband passt ebenfalls sehr, sehr gut an die Uhr, wie ich finde, und verleiht ihr ein noch sportlicheres Aussehen, als es das schwarze Band tut. Neben der Uhr und dem zweiten Armband gibt es noch einen Laco-Schlüsselanhänger sowie ein kleines Werkzeug, wie man es auch von anderen Herstellern kennt, eine Federsteggabel in zwei unterschiedlichen Größen. Die Laco Frankfurt ist eine moderne und wie ich finde sehr gelungene Interpretation des Thema Fliegeruhrens. An meinem Arm mit 17 cm Durchmesser wirkt sie relativ groß, aber in keiner Weise unbequem und obwohl sie relativ groß ist, finde ich, dass sie gut passt und nicht überdimensioniert wirkt. Die Laco Frankfurt kommt in einem Gehäuse mit einem Durchmesser von 43 mm und einer Bandanstoßbreite von 20 mm. Der Abstand Horn zu Horn beträgt 50 mm und die Gesamthöhe der Uhr beträgt 12,5 mm. Das entspiegelte Saphirglas ist leicht gewölbt und auf der Rückseite haben wir einen sehr schön verzierten Stahlboden. Das verbaute Werk ist ein Laco 93. Die Basis hierfür ist ein ETA 2893-2. Die Uhr wiegt mit Band 100 Gramm und die Leuchtmasse auf den Indizes und Zeigern ist Superluminova C3.
Die Zeiger sind temperaturgebläut und die Uhr lässt sich von der Uhrzeit über die Krone auf 4 Uhr verstellen und die innere zweite Zeitzone, der Drehring für die zweite Zeitzone, über die Krone auf 2 Uhr. Das gesamte Gehäuse ist mattiert, auch zwischen den Hörnern und auch der sehr gut gemachte Kronenschutz an beiden Kronen. Auf die GMT-Funktion im Detail und einige meiner Highlights, was mir sehr gut gefällt, wo ich glaube, dass es vielleicht hätte besser sein können, gehe ich gleich im weiteren Video noch ein. Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 20 Bar bzw. 200 Metern. Kommen wir zu einigen Nahaufnahmen. Die Laco Frankfurt ist mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Ein Preis, den ich persönlich etwas kritisch sehe, weil es gemessen an der Teilnahme relativ viele Gewinner gibt. Aber das tut der Uhr keinen Abbruch. Ich halte sie für eine wirklich, wirklich sehr gelungene und wirklich schöne Uhr. Zum einen das Erste, was auffällt, wenn man auf das Ziffernblatt schaut, dass bei der Anzeige für die zweite Zeitzone, für die GMT-Zeit, der Lünettenring unterschiedlich eingefärbt ist mit Grau und Schwarz, sodass man hier die Tag- und Nachthälfte der 24-Stunden-Anzeige sehr gut ablesen kann. Der Sekundenzeiger ist schön lang, aber auch nicht zu lang. Das Dreieck der GMT-Anzeige ist mit orangener Leuchtmasse belegt, ebenso wie das Dreieck an der 12-Uhr-Position. Das Datum ist mit einem weißen Datumsfenster und schwarzer Schrift realisiert worden. Das fördert die Ablesbarkeit. Eine graue Scheibe mit weißer Schrift hätte besser in das Ziffernblatt gepasst, aber wäre auch schwerer ablesbar gewesen. Das Gehäuse ist sehr sauber gearbeitet. Mir gefällt auch die Form des Gehäuses, die einmal etwas Neues ist und nicht nur Altbekanntes aufgreift. Ich finde es auch sehr schön, dass die Kronen in der typischen Fliegeruhrenform in einen passgenauen Kronenschutz integriert sind. Ich finde das sehr, sehr schön gemacht und ein Detail, welches ich wirklich erwähnenswert finde. Zu Beginn des Videos habe ich gesagt, dass ich mich entschuldigen muss und hier kommen die Details. Ich habe in Foren und in einem anderen Video erwähnt, dass ich die Verstellmöglichkeiten der GMT-Funktion für redundant halte, weil sie sich einmal über die Krone auf der 2-Uhr-Position verstellen lässt und einmal über den GMT-Zeiger selber. Ich zeige euch das einmal. Der GMT-Zeiger lässt sich über die Krone verstellen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, immer in ganzen Stundenschritten 20, 21 Uhr, 22 Uhr. Das ist so die klassische Art, wie die zweite Zeitzone eingestellt wird. Jetzt gibt es aber Zeitzonen, die nur einen halben Stundenversatz haben. Und das lässt sich über diese Krone einstellen, die in Halbstundenschritten rastend sich verdrehen lässt. Jetzt sind wir auf 21, 20, 30,
20. Und die Positionen rasten ein, sodass es da auch keine Frage gibt, ob man gegebenenfalls außerhalb des Einstellbereichs liegt. Wirklich gut gemacht. Und an dieser Stelle muss ich um Entschuldigung bitten, denn beide Möglichkeiten haben ihre Berechtigung und sind sinnvoll. So, lassen wir einen Blick werfen auf die LACO Frankfurt bei Nacht. Zuerst das erste Videolicht, dann das zweite Videolicht und so sieht die LACO Frankfurt bei Nacht aus. Ihr könnt sehen, dass die GMT-Funktion, die zweite Zeitzone, eine unterschiedliche Farbe hat. Der GMT-Zeiger ist mit orangener Leuchtmasse belegt, sowie auch das Dreieck mit orangefarbener Leuchtmasse belegt ist. Und auch die GMT-Skala auf der inneren beweglichen Lünette, auf dem Drehring, ist mit Leuchtfarbe belegt, sodass sich beide Zeitzonen auch nachts problemlos ablesen lassen. Auch aus unterschiedlichen Winkeln ist die Uhr wirklich gut ablesbar und eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Uhr bei Nacht. Eine der Uhren, wo man wirklich das Design und den Anschein, den die Uhr bei Tageslicht erweckt, auch nachts sehr, sehr gut wiedererkennen kann. Ich finde das wirklich klasse umgesetzt, denn das ist eine der Uhren, von denen ich finde, dass man sie bei Nacht auf den ersten Blick erkennt, ohne lange zu überlegen zu müssen, um welche Uhr es sich handelt. Die LACO Frankfurt kommt, wie ich euch eingangs gezeigt habe, in einem schönen Kasten mit zwei unterschiedlichen Bändern. Das hier gezeigte Band ist übrigens wasserfest. Sie kostet aktuell 1.650 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Aktuell heißt Juli 2020. Es gibt dieses Modell auch in der Variante mit schwarzem Ziffernblatt. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Aber mir gefällt die Variante mit dem grauen Ziffernblatt besser. Ja, das war die Frankfurt von LACO. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert meinen Kanal gerne, empfehlt das Video weiter und freut euch auf die nächsten Videos. Ich tue es auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss, euer Axel.